Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von PlayerGannon, und ein Gast ist heute auch dabei. Ja, und zwar ich mal wieder hier, der Dennis von MediaTV. Genau. Und ja, wir machen heute die One-Click-Challenge, die vom Pucki ins Leben gerufen wurde. Und zwar haben wir uns auf eine Armee geeinigt, und zwar Barge. Mit der werden wir den ersten Gegner angreifen, auf den wir klicken. Und dann geht es darum, wer die meisten Sterne hat. Und wenn die gleich sind, dann geht es darum, wer die meisten Prozente hat. Und wenn die gleich sind, geht es darum, wer den meisten Loot hat. Oh ja. So, ich würde dann jetzt in die Angriffskarte gehen, wenn du bereit bist. Mit Klamburg oder ohne? Hast du welche jetzt gerade? Ja, Bartsch habe ich drinne. Okay, ich habe jetzt gerade nichts drinne. Ja, dann ohne Klamburg. Ja, dann machen wir ohne Klamburg. Wir haben aber gesagt, mit dem König, die Königin nicht, weil er die Queen gerade nicht hat. Genau. Und dann wollen wir loslegen? Ja, wir können ruhig loslegen. Okay. Mal, dann 3, 2, 1 runter und dann... Ja, genau. Okay. 3, 2, 1, go! Geil, so los, jetzt komm bitte, bitte lass es einen guten Gegner sein. Yeah. Also. Oh, das ist für mich geil. Das ist für mich geil. Oh, na, der ist eigentlich nicht schlecht. Für mich jetzt, also für die Challenge. Okay. Ja. In welcher Pokalregion bist du eigentlich momentan? Silber 1. Oh, okay, ich auch. Passt doch dann. Ja, der Loot hier unten ist wirklich pornös, ja, momentan. Genau. Also nach dem Update läuft das. Wegen dem Loot bin ich auch nur hier unten eigentlich. Also. Ja. So, machen wir jetzt mal so. Und wir haben auch gesagt, ohne Zauber. Weil ja, bei Barge ist eh mit Zaubern so eine Sache. Ja, klar. Oh, bitte, König, jetzt lauf. Ach nee. Jetzt läuft er auch noch nach außen, ey. Hatte der Gegner jetzt in Klamburg? Ich hoffe mal nicht. Das wäre nämlich schon. Das wäre schon ein bisschen ärgerlich. Ja. So. Also bei mir, ich will ja nicht spoilern, aber es läuft perfekt. Ja, das freut mich. Du hast locker so eine Rathaus 6 Base oder Rathaus 7 Base. Nee, 8. Achso, 8? Oh. Ah, ich wäre der King reingelaufen, wäre es noch. Ach du Scheiße, Mann, ey, ich will jetzt ihn nicht verkacken. Wir werden aber insgesamt 3 Mal angreifen, das heißt, ist jetzt nicht so schlimm, wenn man das erste Mal verkackt. Genau. Ist aber auch nicht optimal. Ja, muss man so sagen. Ich habe ihn nicht verkackt, aber ich will ja nicht sagen, ne? Ja, ja, also ich wäre jetzt mit dem Kampf fertig. Ich noch nicht. Ja, auch noch richtig pornösen Loot rausgeholt, 1000 Gold und 35.000 Elixier. Wow. Das läuft ja direkt gelohnt. Ach komm. Nein, bitte, 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 komm schon. Es wird so knapp hier. Nein. Fuck. Nein. Mist, es ist richtig knapp geworden. Okay. Aber gut, dann, war's mit meinem Angriff. Aber jo, der Loot war sagen, gut. Wir werden halt das mit den Truppen rausschneiden, ne? Jo, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns, ja, gleich wieder. Jo, bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Wir haben jetzt unsere Truppen fertig und jetzt geht's in den zweiten Angriff. Genau. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Ja. Komm, 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 komm. Oh, besser könnte es gar nicht laufen, Alter. Besser könnte es gar nicht laufen. Ey, was hast du für ein Glück? Ich hab hier so ein... Also ich krieg zwei... Alter, das ist doch mal kacke. Mann, das ist so unfair. Ey, diese Gegner, den... Oh, das ist sowas von unfair. Okay, wir müssen jetzt einfach hier versuchen. Versuchen jetzt einfach hier, was möglich ist. Gratis Level 10er, oder? Nein, nicht ganz so schlimm, aber... 9er? Ja. Ja, ich habe auch einen 9er erwischt. Ja, aber... Ja, der ist jetzt... Der bietet sich so gut an, weißt du? Na, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir hier noch... Oh, nee, noch Klanburg. Aber zum Glück nur Bogenschützen. Ja, aber, ist ja nicht viel. Ja, aber das... Nicht schwer. Ja, gut, aber Klanburg kann auch richtig nerven. Wenn Magier drin sind, dann zerfetzen die alles. So. Alter, das... Oh, nee, auch noch Riesen drin, scheiße. Die brauchen immer ewig. Okay. So, wir gehen jetzt einfach hier von der Seite. Wir müssen das jetzt einfach schaffen. Komm schon. Ey, das wird, glaube ich, wieder nichts, ey. Also ich vermute ja schon mal, wer hier die Bestrafung machen muss, aber... Ich hab da ja... Alter, das läuft so perfekt, ey. Was hast du denn... Du hast es auch Rathaus 9. Yep. Aber sicherlich irgend so ein Lappen oder so. Ja, das kann ich dir nach der Challenge erklären. Locker so eine WTF-Base, 100 pro. Ja, das erkläre ich dir nach der Challenge.
Ja, ja. So, mein Kampf wäre damit beendet. Ja, meiner ist zwar noch kurz im Gange, aber es wird sich eh nichts ändern. Oh, Scheiße. Mist. Toll. Und dieser Loot, ey. Da kann ich direkt meinen nächsten Boogie-Turm machen. Fuck. So. Ja, falls ihr noch nicht wisst, die Bestrafung der ganzen Geschichte hier ist, der Verlierer muss den Namen von anderen, vom anderen Mauern in seiner Base machen und das für einen Tag lang. So genau. Lassen. Dann kannst du ja noch ein paar Verteidigungen zeigen. Ja, genau, mache ich dann auch. Und dann würde ich sagen, wir warten jetzt kurz ab, bis die Truppen für den dritten Angriff fertig sind und dann bis gleich. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Jetzt fangen wir mit dem dritten Angriff an. Genau, und wollen wir lossingen? Ja, 3, 2, 1, go! Komm schon. Noch ein drittes Mal Glück. Extra lange gesucht bitte. Oh nein, nee! Ey, ich hab wieder so viel Glück. Nee, Leute! Nee! Ey, es ist so unfair, ey. Es ist so extrem unfair. Oh, ich liebe die Silberliga. Vor allem sonst finde ich immer so eine Lappen. Aber jetzt, genau wo es drauf ankommt, finde ich nicht mal einen Rathaus 8er, ja? Ey, nee, was soll der Scheiß? Die würde ich nicht mal mit, weiß nicht, Clankriegstruppen besiegen, ganz ehrlich. Ey, und dann soll ich mit Bartsch da irgendwas reißen. So. Okay, jetzt müssen wir hier ganz taktisch vorgehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich glaube zwar nicht, aber... Fuck. Oh, jetzt kommen seine Clan-Truppen raus. Mal sehen, was habe ich denn in der Clanburg? Oh, Barbaren. Geil. Vor allem, die ändern jetzt auch nichts mehr. Ich meine, ich hätte sogar einen Päcker dabei haben können, ich hätte es nicht geschafft. Also... egal. Ja, bei mir wäre der Angriff jetzt vorbei. Bei mir noch lange nicht. Ich versuche jetzt hier einfach irgendwas wieder noch. Richtig fetter Loot. 6000 Elixier und 2000 Gold, also... Pff, okay, läuft auf jeden Fall. Wenn das so weitergeht, dann ist das richtig pornös. Ja, da... direkt kannst du gleich Maxed Out machen. Ja, klar. So, ja, dann haben wir doch immer ganz gechillt die Prozente geschafft. Ja. Aber ich glaube, nee, da sind jetzt noch weniger Prozente als davor. Joa. So, dann habe ich jetzt beendet. Okay. Dann können wir jetzt ja gerne mal zusammentragen, wie viele Sterne du denn hast. Ja, also, fängst du mit dem ersten Angriff an oder soll ich anfangen? Mach du. Ich habe beim ersten Angriff 2 Sterne geholt. Ich ein. Und beim zweiten Angriff? Ein. Da habe ich auch 2 geholt. Ja, schon gewonnen. Und beim dritten? Ein. Und beim dritten habe ich auch 2 geholt. Ja, ich hatte immer nur Rathäuser draußen und dann war irgendwie so eine, weiß ich nicht, fast Maxed Out Rathaus 9 und zum Schluss okay. Rathaus 10. Ja, ich habe das Glück gehabt, ich habe 3 Farmer erwischt. Alter, ja, ich hatte auch 3 Farmer, aber die waren einfach zu gut. Also ich meine... Ja, das kenne ich. Okay, ja, auf jeden Fall, war es denn soweit? Ich muss die Bestrafung dann machen, ihr werdet es dann wahrscheinlich, also morgen in der Folge, also am Dienstag werdet ihr dann sehen, wie die Bestrafung bei mir aussieht und ja. Jo. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus, wie in Link in der Videobeschreibung. Jo, an meine Abonnenten auch, schaut doch mal bei mir JTV dabei, täglich neue COC-Videos. Genau, und dann bis zum nächsten Mal und dann ciao. Ciao.